Hi zusammen. Wir sind in Slowenien angekommen und die Gegend ist unfassbar schön. Wir haben ein großes Ziel vor Augen und das ist der Bär. Der Bär, einen wilden Bär mal zu sehen. Das ist in Deutschland eigentlich unmöglich, in Österreich auch unfassbar schwierig. Dementsprechend sind wir hier in diesem Land unterwegs und hoffen natürlich einiges zu finden. Und weil Bären ja solche gemütlichen Tiere sind, nutzen sie eben auch gerne die Wanderwege, die wir Menschen auch nutzen. Oder die Straßen. Und deswegen wandern wir jetzt einfach hier mal in den Wald hinein. In so einem Wald wie hier, wo wir wirklich in einer kleinen Umgebung über 1200 Bären haben. Ein Tipp vorab, für die, die keine Bären treffen möchten, möglichst laut verhalten. Also laut sprechen, wenn man läuft. So ein dickes Männchen. Der ist wirklich kräftig und groß, der kann hier 10 Meter entfernt sitzen. Wir würden ihn nicht wahrnehmen. Und die bewegen sich so leise, dass man den wirklich nicht merkt. Überhaupt nicht hört, ja. Deswegen schauen wir auch erstmal nur nach Spuren, um einfach zu wissen, dass wir hier im richtigen Habitat sind. Und gleichzeitig ist es so ein komisches Gefühl, weil ein Bär hinter jeder Fichte sitzen könnte. Das ist. Ich habe schon die Buchse voll, ja. Aber was tut man nicht? Genau. Für ein Foto. Wir wandern jetzt auf jeden Fall mal und unterhalten uns normal laut, dass der Bär auf jeden Fall weiß, dass wir anwesend sind. Wir sind jetzt hier an so einer kleinen Wegkreuzung angekommen und wir haben uns hier mal umgeschaut. Und hier ist auf einmal so ein richtig fetter, ausgetretener Trampelpfad. Und gleichzeitig haben wir da eine Fichte und da ist ein bisschen Holz abgesplittert. Wir schauen uns das einmal genauer an. Das könnte nämlich durchaus ein Trampelpfad von einem Bär sein. Also da oben ist auf jeden Fall Holz so richtig abgesplittert. Und wir vergleichen das mal gerade mit Livy. Das ist... Ja, hier eigentlich den Hirsch zu hoch. Warum soll denn hier was machen? Und guck mal, hier sind Haare. Ganz viele braune Haare. Ja, sieht man schlecht, also so. Oh ja, oh ja. Also ein Hirsch hätte wahrscheinlich hier eher sein Geweih geschabt, ja. Dann hätte man hier nicht diese Haare. Guck mal, hier auch. Ich krieg's mit dem Fokus noch nicht hin, jetzt habe ich. Oha, die kleben da an dem Harz fest. Ja. Also das ist so ein markanter Wegpunkt und die Haare sind braun, leicht gekräuselt, relativ lang. Das schaut ganz, ganz stark nach einem Bär aus. Und ja, solche Spuren in der Höhe. Oh, ich sehe auch Kratzspuren. Glaube ich. Das da, das sind doch hier Krallenabdrücke. Auch wenn man es hier nicht gut erkennt. Aber das sieht sehr stark nach Krallenabdrücken aus. Und das ist gerade aber ein ganz komisches Gefühl. Also mir läuft wirklich gerade so ein Schauer den Rücken hinunter, weil hier war ein Bär, mehrfach wahrscheinlich und auch regelmäßig. Und dementsprechend sollten wir weiterhin unser Video drehen und relativ laut sprechen. Ja, also ich schaue mich auch immer wieder um, auch wenn ich weiß, ich würde hier den Bären wahrscheinlich eh nicht sehen, wenn er da wäre. Aber ja, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ich habe auch Gänsehaut, ja, muss ich schon zugeben. Und wir bleiben auch zusammen. Hier vorne ist jetzt so eine feuchtere Stelle mit bisschen Schlamm. Und da gucken wir mal, ob Tannenherr, ob wir nicht ein paar Trittziegel finden vom Bär. Denn heute Nacht hat es geregnet und das wären ja dann wirklich ganz frische Spuren, die unsere Vermutung, dass dieser Baum da regelmäßig besucht wird, belegen würden. Ja, das schaut, das ist Rotwild. Das ist Rotwild. Nein, hier Tatzenabdruck. Hier war ein Bär. Hier sind die Finger. Also, hier ist ein Bär gewesen. Aber davon hast du auch Hufen. Ja, da sind auch, hier ist Rotwild dabei. Ganz sicher, aber da ist auch ein frischer Bärenabdruck. Also die T-Autobahn. Genau. Wir gucken jetzt nochmal hier. Oh, das Gefühl wird immer schlimmer. Ne? So.
ob wir hier noch was finden können. Oh, da ist aber was los. Hier war gut was los, ja. Da, frischer Abdruck auch hier, oder? Aber das schaut nach einem sehr kleinen Abdruck aus. Nicht, dass hier eine Bären mit Jungen noch unterwegs war. Das könnte nämlich auch ins Auge gehen. Und hier ist etwas Spannendes. Dieser Baumstumpf wurde aufgebrochen und das könnte ein Bär gewesen sein. Und hier direkt daneben ein älterer, aber wirklich sicherer Nachweis. Hier war ein Bär. Man sieht sogar, was er noch gegessen hat. Uns wird es ein bisschen unheimlich. Und wie? Weil es wirklich frische Spuren sind. Sehr, sehr frische Spuren. Dementsprechend gehen wir jetzt erstmal wieder zurück Richtung Auto. Da ist es ein bisschen offener und man hat eine Übersicht und wird nicht so vom Bär überrascht, sollte einer da sein. Und wahrscheinlich überrascht auch nicht den Bär so extrem. Genau, das ist weil das Wichtige. Andersrum wollen wir das auch natürlich nicht. Ja. Weil solange der Bär weiß, dass man da ist, passiert auch nichts. Und er uns vielleicht sehen kann, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir sind wieder auf einer größeren Forststraße unterwegs und fühlen uns auch gleich wie ein bisschen wohler, weil die Übersicht einfach wirklich gegeben ist. Und hier ist jetzt aber auch so eine Pfütze direkt neben uns. Und da schauen wir jetzt auch nochmal, was da so lang gelaufen ist. Weil in diesem lockeren Schlamm kann man natürlich immer mal sehen, was da alles war an Tieren oder auch Menschen. Und, oh. Oh, das sieht aber... Das sieht gut aus. Alter, guckt, wie riesig das ist. Das muss die Hinterpfote sein. Ja. Guck mal hier vorne. Ja, gleich zwei Abdrücke. Also hier war auch ein Bär, der vielleicht in diese Richtung gegangen ist. Und es fängt jetzt auch an zu regnen. Wollen wir ins Auto sitzen und einfach mal ein bisschen fahren? Wir setzen uns ins Auto und schauen, vielleicht warten kurz ab und dann schauen wir, was losgeht. Okay. Alter. Alter, wo kam der her? Alter, Schatz. Was für eine Begegnung. Einfach im Auto. Hi, Süßer. Oh, mir ist das Herz stehen geblieben. Wir haben es gerade geschafft, uns ins Auto zu setzen. Mach mal. Oh, gerade eben haben wir hier seine Pfotenspuren fotografiert. Süß ist der. Boah, Wahnsinn. Wir sind ein wenig sprachlos. Und das Herz rast noch. Bei mir sitzt in der Hose. Ich habe was anderes in der Hose. Das ist nicht das Herz. Das war mal eine krasse Begegnung. Einem wilden, wilden Bär zu begegnen. Und davor habe ich noch gesagt, dass man den nicht merkt. Und der stand einfach da und ich nur, Schatz, da ist ein Bär. Ja, und bin auch zum Auto gerannt, obwohl man nicht rennen soll. Also ich weiß nicht, wie man da die Fassung behalten soll. Und dann leider habe ich nicht im Querformat gefilmt, weil das ist man denkt einfach nicht darüber nach. Aber ich denke, das Schönste habt ihr trotzdem noch gesehen. Ich glaube auch. Es war schön. Es war mega, wirklich mal einem wilden Bär zu begegnen, nicht in einem Foto halt. Das ist was ganz. Ja, es gibt sie wirklich. Das ist wirklich was ganz Besonderes für uns. Davon haben wir geträumt. Und jetzt ist dieser Traum wahr geworden. Das ja, schön. Ich will mehr. Das ist nicht nur der eine Bär. Wir sind für mehr gekommen. Also ja, weiter geht's. Wir suchen noch ein paar Eulen heute auf jeden Fall. Wir treffen auch nachher noch Stojan. Und hoffen natürlich auch noch ein paar wunderschöne Begegnungen. Aber ich glaube, dieser Bär, das war jetzt vielleicht auch was Einmaliges in diesem Urlaub. War schon schön, ja. Aber seid gespannt, was noch kommt. Wunderschöne Landschaften, ein Habichtskauz, Karsthöhlen und sogar einen Skorpion konnten wir entdecken. Ja, und wie man mich kennt, bin ich wieder fast auf eine Schlange getreten. Was war das für eine? Eine Hornotter, also richtig schön. Ziemlich giftig. Das auch, ja. Also nichts ahnend bin ich hier den Weg gelaufen und natürlich fast auf eine Schlange getreten. Sie hat sich dann verkrümmelt
und ist dann auf den Baum geklettert. Dort konnten wir die fotografieren und guckt, wir haben echt unser Leben fast aufs Spiel gesetzt, weil hier nach unten ist schon die Klippe. Da geht es mehrere hundert Meter runter. Ja, und von dort haben wir hier die Schlange auf dem Baum fotografiert. Das ist wirklich mit die giftigste Schlange hier in Europa. Ja. Also von der musst du dich wirklich in Acht nehmen. Ja, gut, dass ich nicht auf sie getreten habe. Gerade bei so einem dicken Tier. Boah, ist das geil.